Hi meine Lieben, wir basteln heute mal wieder eine Karte. Diesmal nehme ich Kraftpapier, das ist hier wieder aus diesem Action-Block. Das wird die Karte. Die da wird 10,5. Mal 29. Und bei 14,5 Falzen. Nicht allzu dickes Papier, deswegen mache ich das lieber mit dem Falzen ein bisschen langsamer. So, dann haben wir unseren Kartenrolling. Der ist jetzt ein bisschen gebogen, weil das ist wie gesagt nicht so dünnes Papier, aber das legt sich. So, dann brauchen wir noch einen Aufleger. Karteikarte. 10,3 mal 14,3. Das andere Teil. Stimmt, abgeschnitten hat. Vielleicht ist es verwirrend. Seht ihr es? Hm, auch nicht. Wo ist das andere Teil hin? Naja. Das. So, das bearbeiten wir uns jetzt als erstes. Das ist hier so eine hitzebeständige Mappe. Findet ihr in der Videobeschreibung, falls ihr daran Interesse habt. Dann habe ich hier so ein Stencil von Dutch Doobadoo ist es. Baby Stripes heißt das, falls ihr daran Interesse habt. Und das lege ich mir jetzt hier so schräg auf. Oder wartet mal, nee, ich lege es gerade auf. Ja, gerade. Und mache aber nicht die komplette Fläche. Fixiere mir das ein bisschen mit Washi Tape. Und da nehme ich hier heute Ripe Persimmon. Mhm. Mach wie gesagt nicht die komplette Karte. Sondern die nur so ein bisschen. Mal kurz gucken. Das nicht so eine harte Kante ist, mache ich die äußeren so ein bisschen schwächer. So, das ist das. Sieht dann so aus. Ich zeige euch gleich mal, was ich mit den Resten hier drauf, was ich damit anstelle. Nicht einfach wegschmeißen.
So, dann habe ich mir hier so einen kleinen Rahmen ausgestanzt, der hier rauf soll. Habe so eine ähnliche Idee bei Pinterest entdeckt. Da habe ich hier einfach so Rechtecke, Standschablonen, zwei nacheinander folgende und die aufeinander gelegt und dann ergab sich dieser Rahmen. Will aber dahinter, hier habe ich mal bei Stampin' Up, glaube ich, gekauft, so ganz dünnes silbernes Band ein paar Mal um die Karte wickeln. Hier in dem Bereich klebe ich mir als erstes einmal hinten auf. Können wir auch Washi-Tape nehmen. So. Und dann wickle ich mir das hier so wahllos, nicht zu straff. Es wehrt sich. So denke ich. Klebt das auch hier hinten fest. Das. Und dann kommt hier, wie gesagt, der Rahmen und den lasse ich auch wieder so ein bisschen überstehen. Dann will ich hier den Wauzi reinmachen. Ich überlege fast, ob ich das kürze, weil ich es ein bisschen groß finde, den Rahmen. Oder das noch einfärbe. So. Und das kleben wir jetzt bündig. Ich mach's so. Natürlich auch gern. So. Ja, wieder nun. So. Ja. So machen wir das. So. Dann setze ich den hier nämlich nur so in der Mitte rein. Genau. Das ist eine gute Idee. Das. Hier kommt wieder Abstandsklebepad drauf. Der Hund ist aus einem Danny Poise Set, nennt sich Tierische Grüße. Wer da Interesse hat. Ich hasse es, die Folie abzumachen. So, den setze ich jetzt hier rauf. So. Dann habe ich mir schon einen Spruch gestempelt, der sich nennt Now Butterweise Fishes. Auch von Danny Poise. Finde ich so geil. Das heißt Denglisch. Und da sind die coolsten Sprüche bei. Halt alles so eingedeutschte deutsche Sprichwörter. Total genial. So, und das will ich jetzt hier unten nämlich raufkleben. Nur wie. Machen wir doch mal wieder einen Wimpel.
den werde ich auch erhöht draufkleben. Da schneide ich mir hier so ein Teil einfach in drei Stücke. So, dahin, hier kürzen. So, und jetzt will ich noch Pailletten draufkleben. Da habe ich mir hier diese, ich habe tatsächlich keine, komplett orange. Die sind jetzt nur so schimmernd orange. 2, 4, 6, 7, schauen wir mal. Eins, zwei, drei, guck mal. Ja, das geht. Wo denn noch hin? 4. Fünf. Sechs. Sieben. Jetzt sieht man den Kleber noch, aber wie gehabt, der trocknet ja clear. Das verschwindet noch. So. Mal alle andrücken hier. So würde ich es lassen. Relativ einfach, aber ich finde doch sehr hübsch. Lass ich so, ja, aber. Dann wird das jetzt auf den Kartenrolling geklebt. Und wie gesagt, da muss man dann gucken, ob es mit dem Umschlag halt passt. Aber das lasse ich jetzt so überstehen, das finde ich nicht schlecht. So, und fertig ist die Karte. Und durch das Kraftpapier, finde ich, haben wir die Farbe vom Hund nochmal aufgenommen. Und ja, ich hoffe, sie gefällt euch und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss. Mensch, ich wollte euch mal noch zeigen, was ich aus der Schablone da mache. Hat mich aber auch keiner gestoppt. Und zwar nehme ich mir da Aquarellpapier. Und sprühe mir das mit Wasser ein.
so. Und dann haben wir schon den nächsten Hintergrund gestaltet. So. Und das wische ich jetzt weg. Das könnte man jetzt hier auf der Seite auch noch machen. Hier, um euch zu zeigen. Da kriegt man nochmal ein schönes Motiv raus. Hier halt einfach nur ein bisschen wilder. Okay? So, jetzt aber. Bis zum nächsten Mal.